Oh, Becker, kommen Sie. Hören Sie auf, Herr Becker, kommen Sie. Lass mal Schluss machen, nach Hause gehen. Hat doch eh alles keinen Zweck. Da quasseln wir uns hier seit Jahren den Mund fusselig. Und was passiert? Gar nichts passiert. Wissen Sie, manchmal bin ich so unendlich müde. Und das liegt jetzt nicht am Thema Beamten. Das liegt ganz aktuell am Ergebnis der vergangenen Landtags- und Kommunalwahlen. Um genauer zu sein, an der Wahlbeteiligung. Das darf doch gar nicht wahr sein. Da kriegen gerade mal schlappe 50% der Wahlberechtigten ihren Hintern hoch. Und den anderen geht die ganze Veranstaltung komplett an eben diesem Hintern vorbei. Das sind ja schon fast afghanische Verhältnisse. Obwohl hierzulande keine bekifften Taliban mit dem Hackebeil vor dem Wahllokal stehen und den mutigen Wählerinnen und Wählern die Finger abschlagen. Nein, hier bleiben die Leute am Wahltag zu Hause, weil sie angeblich alle so verdrossen sind. Weil sie von der Politik die Schnauze voll haben. Ja, warum soll ich denn wählen gehen? Hat doch eh keinen Zweck. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Und genau das machen die da oben eben nicht. Denn die da oben, die machen vor allem das, was die wollen, die noch weiter oben sind. Und deshalb unterstützt jeder, der nicht wählen geht, die Radikalen in diesem Land. Und damit meine ich nicht die doofen Rechtsradikalen. Nein, ich meine die radikalen Vertreter der Rüstungs- und Pharmakonzerne, die Lobbyisten der Banken und Geldwäschereien, die hochbezahlten Agenten der Kohle-, Stahl- und Energieriesen, die Kernkraftwerksbetreiber, die Autobauer, die Großgrundbesitzer. Die gehen alle wählen. Zwar nicht an der Urne, sondern da, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Da wählen sich dann gezielt ein paar Entscheidungsträger aus. Und dann werden die systematisch belatscht und belabert und nach allen Regeln der Lobbyistenkunst geknetet. Ja, was glauben Sie denn, warum beispielsweise der Ackermann seinen Geburtstag im Kanzleramt feiert? Weil die Merkel so leckeren Sauerbraten macht? Ja, von wegen. Weil er und seinesgleichen genau wissen, wo man die staatlichen Investitionen und Subventionsflüsse am effektivsten steuert, nämlich an der Quelle. Und diejenigen, aus deren Steuern und Abgaben diese Quelle gespeist wird, die machen einen auf total frustriert, verkriechen sich in die eigenen vier Wände, die ihnen morgen schon weggepfändet werden. Ehrlich, da krieg ich die Krise. Entschuldigung. 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 Ich weiß. Ich weiß, das sind zwei Wörter, die man zurzeit nicht laut sagen darf. Nicht? Krieg und Krise. Weil der eine findet gar nicht statt und die andere ist angeblich längst wieder vorbei. Mehr als 2/3 der Wählerinnen und Wähler sind gegen die Beteiligung deutscher Soldaten am Krieg in Afghanistan. Und was macht der zuständige Minister? Schwafelt und schwurbelt vom Stabilisierungseinsatz der Bundeswehr in einer asymmetrischen Bedrohungsanlage. Da wird die ganz große Nebelmaschine angeworfen und zwar so lange, bis keiner mehr was sieht. Nicht die Soldaten, die in dieser ganz und gar gescheiterten Horrormission ihr Leben, ihre Gesundheit und ihren Seelenfrieden lassen. Nicht die Milliarden sinnlos verballerten Euros und die erbärmlichen Resultate dieser Ballerei. Wahlfälschung, Korruption, Drogenhandel, Tausende von Toten in der Zivilbevölkerung. Und der Minister, der an jedem Zinksarg von der Tapferkeit unserer Soldaten schwadroniert, der ist zu feige, in der Öffentlichkeit von einem Krieg zu sprechen. Und genau das ist es, was die Politik zurzeit bestimmt. Keine ökonomischen Zwänge, kein Sachverstand, keine Programme, keine Visionen. Nein, es ist die pure Feigheit. Die Feigheit vor dem eigenen Volk. Wer hat denn? Wer hat denn? Wer hat denn von all diesen Figuren die Courage, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir werden von den Banken schamlos erpresst. Nein, wir werden große Teile der deutschen Automobilindustrie nicht retten können. Tut uns leid, aber wir haben jeden Überblick über die explodierende Staatsverschuldung verloren. Und die Zeche, die wir gerade machen, die ist völlig unbezahlbar. Ach, und übrigens, das mit den Arbeitslosen läuft spätestens im Januar nächsten Jahres völlig aus dem Ruder. Weil dann sind die Wahlen vorbei, dann gibt es leider kein Kurzarbeitergeld mehr. Und dann Nacht Mattes. Nein, den Mut hat keiner.
Stattdessen verstecken sie sich hinter dämlichen Hochglanzplakaten und klopfen Sprüche, die sind so hohl, dass auch die letzte taube Nuss hört, was für eine gewaltige Leere sich dahinter befindet. Da treten sie nacheinander im Fernsehen auf und machen irgendwelche obskuren Praxistests. Da sieht dann die Wählerschaft, dass die Künast Mäuse melken kann und dass der Lauterbach in der Lage ist, ein Fieberthermometer rektal einzuführen. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, für wie dämlich halten uns diese Leute eigentlich, dann sage ich es Ihnen, für ziemlich dämlich. Und darauf gibt es eigentlich nur eine Antwort. Am 27. September wählen gehen. Und zwar alle. Und zwar alle. 98%. Wahlbeteiligung. Ich sage Ihnen, das wäre ein Schock. Und egal, wie das Ergebnis dann aussieht, die Regierenden wüssten dann zumindest, dass wir in Zukunft ganz genau und hellwach hingucken, was da in unserem Namen für unsere Zukunft entschieden wird. Das wär's doch.